Damen und Herren, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde, vor Ihnen sprechen zu dürfen. Ich bin Stadtforscherin und ich werde das Thema heute auch aus der Perspektive der sozialwissenschaftlichen Stadtforscherin behandeln. Und als ich dieses Thema, diese Frage bekam, dann dachte ich mir, na, so einfach ist es nicht. Was ist denn nun besser, das eine oder das andere? Und bei näherer Beleuchtung der Fragestellung muss ich auch ehrlich sagen, ich werde Ihnen heute keine abschließende Antwort geben. Es gibt immer Vorzüge und Nachteile des einen als auch des anderen. Aber wir sollten trotzdem darüber nachdenken, welche Potenziale sowohl in Städten oder auch in ländlichen Räumen vorhanden sind und vor allen Dingen einen fairen Umgang mit beiden Lebensräumen bewahren. Meine Damen und Herren, Zuwanderung in die Stadt, das ist heute das große Thema. Und Zuwanderung in die Stadt hat es schon immer gegeben. Das ist nun nichts so Spannendes oder völlig Neues. Es hat es schon immer gegeben. Nur, was ist denn neu heutzutage? Heute ist neu, dass die Zuwanderung aus den ländlichen Räumen in die Stadt dergestalt ist, dass das Land im Sinne von Bevölkerungswachstum nicht nachwächst. Früher wurden viele Kinder geboren und aus dem Land, aus den ländlichen Regionen kamen immer wieder neue Menschen, die Freiheit in der Stadt suchten. Heute haben wir das eben nicht mehr und das hat bestimmte und ganz ernsthafte Konsequenzen. Und darüber möchte ich ein wenig mit Ihnen nachdenken und diskutieren. Bevor wir zu den unmittelbar Leipziger oder deutschen Perspektiven kommen, lassen Sie uns einen Blick in die große, weite Welt werfen. Frau Tüxen hat es ja schon angedeutet, dass wir es mit einem globalen Megatrend Urbanisierung zu tun haben, von dem urbanen Zeitalter, Urban Age wird momentan gesprochen, weil eben mehr Menschen in den Städten, in städtischen Räumen leben, als auf dem Land. Und wenn wir in die Zukunft schauen hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung und uns dort die Zahlen von der UN nehmen, dann sehen wir, dass bis 2050 prognostiziert wird, dass wir 2,5 Milliarden mehr Stadtbewohner haben werden. Das Bevölkerungswachstum wird sich in städtischer Bevölkerung wesentlich konzentrieren. Also von momentan etwa 3,8 Milliarden Menschen, die in Städten, in städtischen Räumen leben, rechnen wir mit 6,3 Milliarden im Jahr 2050. Also 2,5 Milliarden Menschen, die in Städten wohnen werden, haben wir zu erwarten. Und das Bevölkerungswachstum in den Städten, in den urbanen Räumen, in den Ballungsräumen, wird sich vor allen Dingen in Asien und in Afrika vollziehen. Dort haben wir die Hotspots, also die Zentralen, die großen Räume, in denen das Bevölkerungswachstum nicht nur sich vollzieht maßgeblich, sondern vor allen Dingen sich in urbanen Räumen, in städtischen Räumen konzentrieren wird. Und wenn wir noch etwas genauer hinschauen, dann hinsichtlich der Prognose gibt es Indien, gibt es China und gibt es Nigeria in Afrika, die allein 37% des urbanen Bevölkerungswachstums ausmachen werden. Also eine starke Konzentration von Bevölkerung in diesen Räumen. Wie sieht das nun einmal kartenmäßig aus, wenn wir uns die Weltkarte einmal anschauen? Hier sehen wir, dass die dunkle blaue Farbe den Urbanisierungsgrad verdeutlicht. Und in Amerika, Nordamerika, wie auch Südamerika, Australien, Teile von Europa, haben wir heutzutage schon eine sehr, sehr hohe Verstädterung, einen sehr hohen Urbanisierungsgrad. Die dunkelblaue Farbe zeigt an, mehr als 75% der Menschen leben in Städten. Und wir hatten es gehört, das trifft auch für Deutschland zu. Aber wir sollten auch immer bedenken, dass fast 50% der urbanen Bevölkerung in Städten mit ca. 500.000 bis zu 1 Million Menschen leben. 50% der gesamten urbanen Bevölkerung weltweit.
Das ist deshalb interessant zu betonen, weil wir immer sehr häufig von den sogenannten Megacities hören. Megacities sind Hype, die sind in der Öffentlichkeit, die werden genau betrachtet. Aber insgesamt, nach jetzigen Schätzungen, leben nur 13% der Bevölkerung, der urbanen Bevölkerung, in 28 Megacities, die mehr als 10 Millionen Einwohner haben. Das ist doch bemerkenswert. Die größte Megacity momentan ist Tokio mit 38 Millionen Einwohnern. Und die schnellsten wachsenden urbanen Agglomerationen sind eben Städte mit 500.000 bis 1 Million Einwohnern in Asien und Afrika. Wir haben aber neben diesen wachsenden Regionen weltweit durchaus auch schrumpfende Regionen, also Räume, die Bevölkerung verlieren. Und hier haben wir unser eigenes Beispiel, Deutschland, aber beispielsweise auch Japan schrumpft erheblich oder Südkorea schrumpft. Also es gibt Räume, entwickelte Räume, industriell entwickelte Räume, die durch Schrumpfung gekennzeichnet sind, insbesondere durch einen Niedergang der Fertilitätsrate, also der Geburtenrate. Wenn wir uns jetzt mal die Karte von 2025 anschauen und Sie sehen, der Anteil der dunkelblauen Farbe hat sich weiter vergrößert, einschließlich europäischer Räume. Und Sie sehen auch, dass der Anteil, die Anzahl der Städte und die Anzahl der großen Städte sich erheblich erweitert hat, vergrößert hat. Das heißt also, die Urbanisierung, die Verstädterung nimmt weiter zu und Menschen ballen sich in urbanen Zentren. Also die Frage ist, warum ist das Leben in urbanen Räumen so attraktiv, vermeintlich? Warum sind Städte und insbesondere große Städte so anziehend? Einige Fakten möchte ich Ihnen dazu mitteilen. Wir wissen, dass 90% der globalen Wirtschaftskraft sich in urbanen Räumen konzentrieren. Städte versprechen Fortschritt, versprechen Innovationen, versprechen Wahlmöglichkeiten, sie versprechen Chancen, sie versprechen Ausbildung, sie versprechen gute infrastrukturelle Versorgung hinsichtlich Bildung oder Gesundheit. Und das ist in Entwicklungsländern noch viel stärker als in entwickelten Ländern, also dieses Versprechen. Ob die Realität so aussieht, ist eine ganz andere Frage. Aber diese städtischen Räume sind auch gekennzeichnet durch eine Reihe von Umweltproblemen. 65% des Energieverbrauchs konzentrieren sich in den urbanen Räumen. 70% der klimaschädlichen Emissionen werden hier erzeugt. Wir haben Fragen des Abfalls, des Verkehrschaos, also alles Themen, die zusammengehören, wenn wir über urbanes Leben sprechen. Und besonders wichtig ist die Frage nicht nur des Vorhandenseins von Ressourcen, sondern der Ressourcenverteilung. 10% der Bevölkerung besitzen 85% des globalen Vermögens. Diese Ressourcenungleichverteilung ist das zentrale Problem, mit dem wir uns gegenwärtig konfrontiert sehen. Im Grunde sind die Probleme, die wir in den Städten haben, die Probleme, die Chancen, die Herausforderungen, nichts anderes als ein Spiegelbild unserer gesellschaftlichen Entwicklung, nämlich die gerechte, die faire Verteilung von Ressourcen. Und wenn uns das nicht gelingt, dieses Ungleichgewicht auszugleichen, zu beseitigen, dann wird es weiterhin soziale Spannungen geben und wird die Schere zwischen Arm und Reich immer größer werden. Und dieses Problem, das ist bei Weitem nicht nur in Entwicklungsländern allgegenwärtig, sondern es ist durchaus auch in entwickelten Ländern zu sehen. Es geht also auch darum, in unserer unmittelbaren Umgebung den sozialen Frieden zu erhalten. Und dazu brauchen wir neue Governance-Strukturen. Wir brauchen Teilhabe, wir brauchen Vertrauen, wir brauchen Respekt voreinander. Und wir brauchen Möglichkeiten, dass alle Menschen ihren Lebensunterhalt selbst verdienen können, erwerben können, dass sie keine Almosen empfangen, also dass sie in Würde leben können. Nur dadurch wird es möglich sein, die sozialen Spannungen, die ja jetzt vermehrt auftreten,
und denen wir uns doch teilweise sehr ratlos gegenübersehen, zu beseitigen. Also diese Ungleichverteilung von Ressourcen ist ein zentrales Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Wie sieht es nun in Deutschland aus? Wir machen jetzt also einen Sprung von der globalen Perspektive hin zu unserem unmittelbaren Umfeld und unserer Frage, ja, wie sieht es denn aus mit der Verstädterung in Deutschland? 1960 lebten 71% der Menschen in städtischen Räumen und 2010, also jetzt in der Gegenwart etwa, fast 75%. Und wenn Sie sich ansehen, von 1960 bis 2010, das sind also 50 Jahre, da hat sich der Verstädterungsgrad um 2,4% erhöht in 50 Jahren. Wenn wir jetzt anschauen, die Zeit zwischen 2010 und 2025, was ja nur 15 Jahre sind, in dieser Zeit wird sich voraussichtlich der Verstädterungsgrad um 2,5% erhöhen. Also es hat eine Intensivierung von Verstädterung stattgefunden, beziehungsweise ist im vollen Gange. Was ist denn da nun die Ursache dafür? Warum ist das jetzt so rasant, obwohl wir ja auch eine sinkende Bevölkerung haben? Also wir haben insgesamt eine sinkende Bevölkerung, aber die Konzentration in den Städten erhöht sich. Jüngste Analysen des Empirica-Institutes sagen aus, dass das eine wesentliche Ursache dafür die Fragestellung der Geburtenentwicklung der letzten Jahrzehnte ist. Das heißt also, die Babyboomer-Generation und dann der Pillenknick hat damit zu tun. Der Anteil der Jugendlichen ist schlichtweg geringer geworden, sind ja weniger Menschen geboren worden. Und junge Menschen suchen nach Gleichgesinnten, die konnten also in früheren Zeiten des Babybooms ihre Gleichgesinnten, ihre Freunde und ihr Umfeld in den Wohnorten finden, in denen sie aufgewachsen sind, in kleineren Städten, in Dörfern und so weiter. Aber die Anzahl der Jugendlichen ist schlicht geringer geworden und das Finden von Gleichgesinnten ist immer mehr nur möglich in diesen Orten, wo sich Menschen ballen, also in Städten, in größeren Städten und in großen Städten. Und ein zweiter Punkt ist die Entwicklung unserer gesamten Bildungsstruktur. Heutzutage gehen fast 50% der Jugendlichen in die universitäre Ausbildung. 50%. Und Universitäten gibt es nun schlichtweg meist nur in größeren Städten. Und das sind zentrale Ursachen dafür, dass sich in diesen Städten auch die Zuwanderung, insbesondere von junger Bevölkerung, so konzentriert. Wir haben trotzdem gegenläufige Entwicklungen. Wir haben einerseits die Suburbanisierung und andererseits die Reurbanisierung. Also Suburbanisierung, der Trend hinaus aufs Land zu ziehen. Wir hörten es schon, welche Gründe dafür ausschlaggebend waren. Also familienorientierte Wohnangebote oder dieses Ideal vom Einfamilienhaus mit dem Garten als ein besonderes Modell. Das kennen wir ja schon seit den 70er Jahren und das hat sich in den letzten Jahren verändert, hat an Bedeutung verloren. Und die Fragestellung der Reurbanisierung, also wieder zurück in die Stadt beziehungsweise des Bleibens in der Stadt, ist von größerer Bedeutung geworden. Das hängt mit der Individualisierung zusammen, das hängt mit neuen Lebensstilen zusammen, das hängt auch zusammen mit der Inwertsetzung der inneren Stadtgebiete, der ökonomischen und ökologischen Restrukturierung, der Dienstleistungsökonomie und so weiter. Dennoch, es ist zwar eine Schwerpunktverschiebung eingetreten und das ist auch wissenschaftlich, wie Sie sehen, hier anhand dieser Publikationen belegt, es ist aber nicht so, dass das eine von dem anderen abgelöst worden ist. Beide Tendenzen existieren noch nach wie vor und können nachvollzogen werden. Nur die Schwerpunktsetzung ist eine etwas andere heutzutage. Schauen wir mal auf diese Karte, die regionale Bevölkerungsentwicklung in Deutschland anzeigen soll. Die blaue Farbe zeigt die Verlusträume. Bis zu 4% an Bevölkerung haben diese Räume von 2006 bis 2011 verloren. Das ist eine Karte des Bundesinstitutes für Bau, Stadt und Raumforschung von 2014, also ganz neu. Und wir sehen auch hier eine Ungleichverteilung der Entwicklung.
Es gibt große Räume, insbesondere in Ostdeutschland, die von Bevölkerungsverlust gekennzeichnet sind. Und es gibt wiederum andere Räume, die von Bevölkerungsgewinn gekennzeichnet sind. Das ist die rote Farbe. Dennoch, nicht nur in Ostdeutschland sind diese Abwanderungstendenzen sichtbar, sondern wir haben auch große Gebiete in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, im Saarland, die jeweils mit dieser Herausforderung des Bevölkerungsverlustes, der einerseits durch Abwanderung und andererseits durch eine schrumpfende oder zurückgehende Geburtenrate verursacht wurde, zu kämpfen haben. Jetzt schauen wir uns mal diese Karte an, die mit Wachstum und Schrumpfung überschrieben ist. Häufig wird Schrumpfung gleichgesetzt mit Bevölkerungsschwund. Aber, meine Damen und Herren, Schrumpfung ist nicht nur Bevölkerungsschwund. Schrumpfung ist sicher wesentlich bedingt durch Bevölkerungsschwund, aber hat eine Reihe von weiteren Konsequenzen und steht im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Entwicklungen. Und hier, diese Karte zeigt diese Wachstums- und Schrumpfungsräume dahingehend, dass hier neben den Bevölkerungsentwicklungen Verlust und Gewinn sowie Saldi auch die Frage oder die Punkte, die Merkmale erwerbsfähige Beschäftigtenentwicklung, Arbeitslosenquote und Entwicklung der Gewerbesteuer mit einbezogen wurde. Wir sehen hier nach wie vor diese flächendeckende Schrumpfung in den ostdeutschen Bundesländern, aber wir sehen eben auch in den anderen Bundesländern, in den westlichen Bundesländern, eine Reihe von Schrumpfungsräumen. Während wir allerdings flächendeckende Schrumpfungsprozesse in den ostdeutschen Bundesländern haben und darin nur einige Wachstumsinseln, die rot angezeigt sind, haben wir doch in den westlichen Regionen ein viel stärkeres patchworkartiges Muster. Das heißt also, viel kleinteiliger sind da die Entwicklungen. Und die Frage ist nun, wohin genau ziehen denn die Menschen und warum ziehen sie in die eine oder andere Richtung und folgen wirtschaftlichen Angeboten und verursachen dann letztlich diese Wachstums- und Schrumpfungsprozesse? Ziehen sie also in die Stadt oder ziehen sie aufs Land oder ziehen sie in ganz bestimmte Städte oder bestimmte ländliche Räume? Ist die Frage so einfach zu stellen und auch einfach zu beantworten? Zunächst erst einmal, was sind denn überhaupt Städte und was ist das Land oder was sind städtische Räume, was sind ländliche Räume? Das ist natürlich überhaupt nicht einfach zu beantworten. Und jede Definition hat ihre Ecken und Kanten. Ich beziehe mich hier auf eine Definition, die von der BBSR, also dem vorhin genannten Institut, kreiert worden ist und die doch zu einer guten Arbeitsgrundlage geführt hat. Wir sehen hier also kreisfreie Großstädte, das sind diese dunkelroten Stadtmarkierungen, dann die bräunlichen Räume als städtische Kreise und die grün, hell und dunkelgrün gekennzeichneten Räume sind die ländlichen Kreise. Städtische Kreise oder städtischer Raum wird seitens dieses Institutes dahingehend definiert, dass hier alle kreisfreien Großstädte sowie städtische Kreise einbezogen werden. Und der ländliche Raum umfasst logischerweise alle ländlichen Kreise. Und wenn wir uns jetzt das mal von der Quantität anschauen, dann sehen wir, wir haben 204 städtische Kreise und Räume und 198 ländliche. Und wenn wir dann das prozentual hinsichtlich der Bevölkerung uns anschauen, etwa 70% der Bevölkerung wird hier als städtischer Raum, lebend in städtischen Raum gefasst und 31-32% im ländlichen Raum. Von der Fläche her kehrt sich das um, was auch logisch ist. Das zunächst das einmal so als eine kleine Hintergrunddefinition oder analytische Grundlage. Interessanter ist ja jetzt, wenn wir die beiden Karten einmal nebeneinander legen. Also zum einen diese siedlungsstrukturelle Kennzeichnung und zum anderen die Frage Wachstum und Schrumpfung. Und wenn wir jetzt die vermeintliche Theorie nachvollziehen wollen,
Städte wachsen und Land schrumpft. Und genau auf diese Karte schauen und diese beiden Karten schauen, dann sehen wir, dass da mitnichten eine Übereinstimmung ist. Zumindest keine hundertprozentige Übereinstimmung. Es gibt also durchaus städtische Räume, die schrumpfen, und es gibt ländliche Räume, die wachsen. Zugegeben, das sind nur kleinere Räume oder nur Teilräume, aber immerhin, es gibt sie auch. Und deshalb lohnt es, sehr genau hinzuschauen. Und die Frage eben dann doch mit sehr vorsichtigen Argumenten zu beantworten, was ist denn nun besser, Stadt oder Land? Ich möchte Ihnen hierzu folgende Antwortangebote. Zunächst erst einmal unterbreiten hinsichtlich der Fragestellung, warum strömen die Menschen in die Städte und vor allen Dingen in die großen Städte? Das ist noch einmal sehr zu differenzieren. Also wir sprechen nicht über Städte allgemein, sondern wir müssen Städte differenzieren. Und hinsichtlich der statistischen Argumente und der statistischen Analyseergebnisse sehen wir, dass insbesondere der Zustrom in die großen Städte erfolgt. Und die Attraktivität der großen Städte ist bedingt durch die Arbeitsangebote, darüber hatte ich schon gesprochen, aber eben auch durch Bildungsmöglichkeiten, und hier insbesondere treten die Universitätsstädte hervor. Sie erinnern sich an mein Argument, 50% der Menschen, der jungen Leute, nehmen eine universitäre Ausbildung in Angriff. Also insofern sind auch Universitätsstädte von großem Interesse. Das breit gefächerte Kultur- und Freizeitangebot ist ein wesentliches Kriterium und wird von zunehmender Bedeutung sein. Aber auch die infrastrukturellen Angebote und die Wohnungsmärkte sind von zentraler Relevanz. Und nicht zuletzt eben auch die individuellen Wahlmöglichkeiten von Kontaktpersonen. Natürlich hat auch diese Medaille ihre zweite Seite. Es gibt auch negative Aspekte, wie die Knappheit an Wohnraum, wenn immer mehr Menschen in die großen Städte ziehen. Wir haben ja momentan die Diskussion entsprechend und die Forderung nach Wohnungsbau. Die Verknappung von Kita-Angeboten, Schulen, auch die steigende Konkurrenz auf den Arbeitsmärkten, wenn immer mehr Leute sich um gute Stellen bemühen. Aber wir haben hier eben auch diese sozialräumlichen Differenzierungsprozesse, Segregationsausprägungen gehen voran. Und die Inanspruchnahme von Umweltgütern, die steigt auch. Dennoch, die Wanderungsgewinner sind die großen Städte. Und siehe da, ganz oben an steht Leipzig. Es ist nun Zufall, dass ich auch aus Leipzig komme, ja, und nun Leipzig da oben ansteht. Aber sicher hat der ein oder andere von Ihnen auch schon mal in der Presse gelesen, was mit Leipzig und Heipzig momentan da so eine unglaublich große Zuwanderung zu vermerken ist. Diese Grafik hier zeigt Ihnen den Wanderungssalto je 1000 der Bevölkerung an, im Städtevergleich. Und Sie sehen hier Leipzig, Berlin und Dresden als drei Städte unter den ersten vieren. Das sind also jeweils bezogen die Zuwanderungszahlen im Vergleich zur Einwohnerzahl. Da steigt Leipzig eindeutig heraus. Ganz bemerkenswert. Und wenn wir uns mal die genaueren Zahlen hinsichtlich des absoluten Wanderungssaltos anschauen, dann wird sicherlich Ihnen klar, dass unsere Stadtoberen in den letzten 4, 5 Jahren etwas sehr verwundert auf die Zahlen schauten und überrascht waren hinsichtlich des unglaublich großen Zuwanderungsgewinnes. Also wir registrieren in den letzten 4 Jahren immer 10.000 Einwohner, die mehr nach Leipzig kommen als weggehen. Also der Salto, es gehen natürlich auch immer auch Leute weg, aber es kommen mehr als 10.000 in die Stadt, und das ist doch höchst bemerkenswert und war völlig überraschend. Niemand hatte das erwartet. Niemand. Ja, bis vor kurzem war ja Leipzig noch die Schrumpfungshauptstadt, und es wurden nicht nur 7.000 Wohnungen abgerissen oder Schulen geschlossen. Heute stehen wir vor einer ganz anderen Situation in einer absolut kurzen Zeit. Und wie ist das zu begründen? Ja, es hat sehr, sehr viele öffentliche Investitionen gegeben.
Es sind Großprojekte realisiert worden. Kreativwirtschaft hat sich gut entwickelt und natürlich auch im Zusammenhang mit dieser Leerstandsproblematik hat es eben auch Chancen gegeben, die es anderweitig in Wohnungsmärkten oder städtischen Räumen, wo keine Schrumpfungsprozesse, keine Leerstände zu verzeichnen sind, eben solche Merkmale wie billige Mieten oder Raumverfügbarkeit nicht existierten. Und das hat sich hier als eine positive Voraussetzung ergeben für diese Zuwanderung. Also wer Gewerbeflächen, Infrastruktur, preiswerte Wohnungen waren bislang vorhanden. Und jetzt muss ich auch schon langsam in der Vergangenheit reden, waren, denn allmählich kippt die Situation. Und ob dieser Zulauf, diese Zuwanderung noch ewig anhalten wird, das ist ja mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Auf jeden Fall spielt auch die Lebensqualität, die sie erheblich verbessert hat, eine große Rolle. Und um Ihnen das etwas genauer zu untersetzen, möchte ich gerne einige Befragungsergebnisse vorstellen, die ganz jung sind, die wir im vergangenen Jahr auf der Basis eines Auftrages der Stadt Leipzig generiert haben. Es hat also eine große Wanderungsbefragung stattgefunden von Menschen, die innerhalb von 2 Monaten nach Leipzig gezogen sind. Und die Stadt Leipzig und natürlich auch wir als Akademiker wollten wissen, warum kommt man nach Leipzig und wohin geht man dann in der Stadt? Aber vor allen Dingen erstmal, woher kommen die Leute und warum kommen sie nach Leipzig? Und der Punkt ist, wie Sie sehen hier auf dieser Grafik, dass mehr als die Hälfte der Zuwanderer aus den 9 Bundesländern kommen. Und allein ein Drittel kommt aus Sachsen und überwiegend aus dem Leipziger Umland. Was heißt das jetzt? Das heißt, sie kommen aus den kleineren Städten und Dörfern des Leipziger Umlandes und aus Sachsen. Und welche Konsequenzen hat das aber für diese Räume? Ich hatte zu Beginn gesagt, die neue Situation hinsichtlich der Wanderung, der Veränderung des Zuzugs in die Städte ist, dass eben die Bevölkerung nicht mehr nachwächst in den ländlichen Räumen. Und deshalb ist die Frage doch sehr berechtigt, was wird denn, wenn diese Zuwanderungsquellen versiegt sind und irgendwann in absehbarer Zeit sind sie versiegt? Schauen wir uns aber noch einmal an, wer denn kommt, wie die Altersstruktur beispielsweise der Zugezogenen aussieht. Sie sehen 25 bis 35, das ist so das Hauptalter. Die Zuzügler sind durchschnittlich 33 Jahre alt und es sind insbesondere 2-Personen-Haushalte und 1-Personen-Haushalte. Also es sind junge Menschen, die zum einen zum Studium kommen, aber eben nicht nur, sondern es sind auch viele junge Menschen, die ein Start-up-Unternehmen gründen oder einen Arbeitsplatz einnehmen, der ihnen in Leipzig geboten wird. Und dann wurde gefragt, was sind denn die persönlichen Gründe für den Zuzug nach Leipzig? Und Sie sehen hier die Arbeitsstelle, der Studienplatz, die rangieren an erster Stelle. Familiäre, partnerschaftliche Gründe kommen gleich danach. Aber auch um in einer attraktiven Stadt zu leben, ist ein zentrales Kriterium. Also es ist nicht nur der Arbeitsplatz, sondern es ist ein Bündel von Merkmalen, die zunehmend an Bedeutung gewinnen, wenn Menschen sich entscheiden, zu migrieren, mobil zu sein, ihren Wohnort zu verlegen. Und dann gefragt nach den Attraktivitätsfaktoren Leipzigs für die jeweiligen Zuwanderer. Konnten wir feststellen, dass die Freizeit und Erholungsmöglichkeiten, das kulturelle Angebot, die Attraktivität, dass das ganz zentrale Merkmale sind, die Menschen bewegen, sich für den einen Ort zu entscheiden oder den anderen Ort zu verlassen. Und wenn Sie nach unten schauen an die Grafik, gute Kinderbetreuungsangebote oder soziale Betreuung, das ist von eher unwichtiger Bedeutung oder geringerer Bedeutung, wird von den Leuten als eher unwichtig benannt. Und das ist doch sehr interessant. Die Leute sind schlicht noch nicht in dem Alter, wo sie das brauchen. Ja? Und wenn sie ein paar Jahrzehnte älter sind, na dann wird natürlich auch dieses Thema eine wesentlich größere Rolle spielen. Also
Der Punkt ist, dass hier diese Attraktivitätsfaktoren der jeweiligen Standorte, die gewinnen, sei es nun hier in Sachsen, Leipzig oder Dresden, von großer Bedeutung sind. Und die Städte freuen sich momentan natürlich zu Recht über ihren Zuwanderungsgewinn, Leipzig und Dresden. Aber, meine Damen und Herren, das Bundesland der Freistaat Sachsen hat seit 1990 600.000 Einwohner weniger. 600.000 Einwohner weniger. Und das Durchschnittsalter ist von 39,4 im Jahr 1990 auf 46,4 Jahre gestiegen. Das heißt, die jungen Leute, die Mobilen, die Starken, die im Arbeitsleben stehen, die konzentrieren sich in den großen Städten und zurückbleiben Ältere. Und kleineren Kommunen dünnen aus. Und das hat natürlich entsprechende Konsequenzen. Konsequenzen für die Lebensqualität und für die Attraktivität der kleineren Räume, der kleineren Kommunen, der Dörfer und der Städte. Aber ist es nun gerechtfertigt, solche Skandalisierungen in der Öffentlichkeit, in den Medien zu verbreiten? Das ist hier mal eine willkürliche Sammlung von Schlagzeilen hinsichtlich der Beschreibung vom Leben auf dem Dorf oder im ländlichen Raum. Ich meine, das ist nicht gerechtfertigt. Wir müssen sehr viel differenzierter hinschauen und wir müssen viel fairer einen Umgang entsprechend der Möglichkeiten und der Lebensbedingungen in den ländlichen Gemeinden untersetzen. Wir müssen die regionale Schrumpfung gestalten, das heißt, wir müssen uns Instrumente überlegen, wie beispielsweise Umgang mit städtischer Schrumpfung. Da hatten wir den Stadtumbau, warum nicht auch einen Siedlungsumbau, wo entsprechende Fördermittel möglich sind, wo juristische Fragestellungen und juristische Voraussetzungen angepasst werden müssen. Wir müssen Ehrenamt viel stärker herausstellen. Wir müssen Initiativen, die von den Leuten, die vor Ort bleiben oder dorthin ziehen möchten, entsprechend fördern. Also es gibt eine Reihe von auch guten Bedingungen hinsichtlich bis dahingehend, dass wir auch die Rückkehr stimulieren müssen. Rückkehr natürlich nicht in dem Maße, dass es eine quantitativ gleichartige Rückkehr gibt. Aber bitteschön, eine qualitativ akzeptable. Und wer Interesse hat, an diesen Fragestellungen sich da noch tiefer mit zu beschäftigen, den empfehle ich diese Publikation Regionale Schrumpfung gestalten, die vom Kollegen Küpper und weiteren Mitarbeitern erstellt worden ist. Also, wir brauchen eine neue und eine faire Art des Umganges hinsichtlich der Chancen der unterschiedlichen Siedlungsstrukturen. Lassen Sie mich zum Fazit kommen. Wir haben es mit einer regionalen Ausdifferenzierung nach Siedlungsstruktur und Lage zu tun. In der politischen wie auch in der akademischen Debatte laufen zwei unterschiedliche Entwicklungen ab. Wir haben zum einen diese Reurbanisierung und dieser Schrei, die Forderung nach Wohnungsbau, Neubau. Und wir haben auf der anderen Seite die ländliche Schrumpfung und Abriss. Also wie können wir diese beiden Prozesse viel stärker zusammendenken? Das ist erforderlich hinsichtlich politischer und auch akademischer Debatten. Es wird keine Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen zwischen Stadt und Land 100% geben. Die Unterschiede hat es schon immer gegeben, Unterschiede werden erhalten bleiben und sie werden größer werden, weil wir eine Zentralisierung von sozialer Infrastruktur haben werden. Es wird Kostensteigerungen für die Erhaltung von technischen Infrastrukturen geben, aber nicht überall und überall in gleichem Maße. Dieses ganze Schrumpfungsproblem im Zusammenhang mit Bevölkerungsentwicklung und den Auswirkungen auf ökonomische Fragestellungen ist ein langfristiges Phänomen. Meine Damen und Herren, wir haben es hier nicht mit einer kurzfristigen Geschichte zu tun, die in wenigen Jahren umgekehrt werden kann. Und es wird nur noch in wenigen Ballungszentren ein Wachstum geben. Und ob die Städte, die heute wachsen, in 10 oder 20 Jahren immer noch wachsen oder dann sich auch einer Schrumpfungsherausforderung gegenübersehen, das ist wohl mehr als wahrscheinlich, zumindest für einige. Ja, und wir werden es
mit neuen siedlungsstrukturellen Konsequenzen zu tun haben. Eine neuartige Polarisierung zwischen Stadt und Land ist aufgetreten. Ich komme jetzt zurück zu meiner Ausgangsthese. Da das Land nicht nachwächst, wie vor 100 Jahren zum Beispiel, wird es hier polarisierende Entwicklungen geben, denen wir uns stellen müssen. Und deshalb ist die Frage, in die Stadt oder aufs Land? Ich habe hier den generellen Trend beschrieben, vom Land in die Stadt. Das ist zweifelsohne der Fall. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern das ist in weiten Teilen Europas der Fall. Von Europa habe ich heute im Detail gar nicht gesprochen, aber Osteuropa, Südosteuropa ist ähnlichen Fragestellungen ausgesetzt. Und meine Damen und Herren, wo leben wir besser? Ja, es ist immer auch noch eine individuelle Entscheidung für jeden Menschen selbst, wo er denn wohnen möchte. Und wie das dann genau zu differenzieren ist, das wäre es wert, in einer weiteren Vorlesung zu beleuchten. Vielen Dank.